Hallo liebe Rollen- und Nicht-RollenspielerInnen, willkommen bei meinem neuen Video. Heute geht es um Anfängerfehler, aber nicht nur irgendwelche, sondern um meine Anfängerfehler. Also die, die ich entweder vor oder auf meiner ersten Con selber gemacht habe. Das, was ich hier jetzt erzählen werde, wird sich natürlich auch mit anderen Videos etwas decken. Aber ich arbeite aktuell mit einer Freundin an einem neuen Projekt. Und das hoffen wir euch im Januar schon präsentieren zu können. Und während unserer Arbeit daran haben wir unter anderem auch über Anfängerfehler gesprochen. Und ich dachte mir, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um über meine Anfängerfehler zu sprechen. Denn ich denke, man kann Infos und Wissen immer am besten weitergeben, wenn man aus eigener Erfahrung spricht. Bevor ich aber anfange, will ich dazu sagen, nicht alle Punkte, die ich nennen werde, sind richtige Fehler, die man auf keinen Fall machen sollte. Es waren auch teilweise einfach Fehltritte oder Anfängerschwierigkeiten. Das bedeutet, wenn ihr diese Dinge, die ich jetzt hier gleich nennen werde, vielleicht auch gemacht habt oder immer noch macht, heißt das nicht, dass ihr schlechter LARPer seid, sondern das sind einfach Fehler, die ich gemacht habe, beziehungsweise meine Anfängerschwierigkeiten. Ich habe da mal 5 für euch zusammengetragen und wir starten mit Nummer 1. Die erste Sache ist ganz klar, sich zu viel Kram zu kaufen, den man überhaupt nicht für seinen ersten Charakter braucht. Ich kann mich noch erinnern, mein erster Charakter war nämlich Nemia, die Waldläuferin. Und mir wurde auf jeden Fall auch von meinen Freunden gesagt, die schon ein bisschen länger lapen oder einfach in diesem Nerd-Game schon länger drin waren und unter anderem Pen & Paper gespielt haben, habe ich von ihnen den Tipp bekommen, hey, so als Waldläuferin brauchst du auf jeden Fall hier noch den Dolch und auf jeden Fall auch ein Seil solltest du immer mit dabei haben und was zu trinken ist auch immer gut, das musst du auf jeden Fall immer mit dabei haben oder eben auch, hey, du solltest immer Stift und Papier dabei haben, weil mein Charakter auch Karten zeichnen wollte von den Orten, die sie entdeckt, aber das brauche ich nicht auf einer Con, die eine ganz normale Abenteuer-Con ist, wo es ein Lager gibt und man immer nur ab und zu mal zum Beispiel in den Wald geht, um gegen das Chaos oder Untote oder whatever zu kämpfen. Klar, Stift und Papier sind jetzt nicht so das Problem, weil die sind nicht so teuer, aber man macht teilweise auch Anschaffungen am Anfang, die eben teuer sind und die man vielleicht spätestens nach der ersten Con gar nicht mehr gebrauchen kann. Das heißt, wenn ihr euch euren ersten Charakter ausdenkt, dann überlegt am besten auch, hey, was kann der gebrauchen und was kann ich auch auf der Con wirklich gebrauchen und was ist vielleicht Unsinn oder was würde den Charakter vielleicht überladen? Und das ist eine gute Überleitung zu Punkt Nummer 2 und zwar blöde zu große Schuhe. In meinem Fall waren sie diese typischen Mittelalter-Lederschuhe mit einer Ledersohle, die komplett glatt ist. Das ist überhaupt generell ein Tipp von mir. Kauft euch bitte nicht so eine Schuhe. Vor allem nicht im LARP, wenn ihr da voll in Action seid. Im schlimmsten Fall sogar noch im Herbst oder im Winter, wo überall das Laub liegt, wo es viel regnet, wo es matschig ist. Don't do that. Es ist einfach super gefährlich. Man kann sich da so schnell hinpacken und im schlimmsten Fall verletzt man sich auch ernsthaft. Tja, aber weil ich damals noch in meiner Ausbildung war, nicht viel Geld hatte und eben, ja, zufällig diese Schuhe von einem Bekannten hatte, habe ich die natürlich mitgenommen. Später habe ich da von einem Schuster auch nochmal eine vernünftige Sohle drunter machen lassen. Aber eben auf dieser ersten Con hatte ich diese typischen Mittelalterschuhe mit glatter Sohle. Und ich bin dadurch, dass meine erste Con eben auch im Herbst war, einfach so regelmäßig hin und her gerutscht. Ja, also überhaupt keine gute Idee. Achtet bitte darauf, dass ihr euch vernünftige Schuhe holt. Und selbst wenn es normale Sicherheitsschuhe sind, es gibt ja auch welche in Braun, die dann nicht so auffallen, dann holt euch ein paar Gamaschen, wenn ihr nicht ganz so viel Geld habt, die ihr eben da drüber tragen könnt. Das mache ich auch heute noch so nach 4 Jahren LARP-Erfahrung, dass ich mir lieber Schuhe hole, die nicht so super authentisch sind, aber dafür sicher. Ja, bevor man auf sein erstes LARP fährt, möchte man natürlich keinen Fehler machen. Deswegen liest man sich im besten Fall ganz, ganz viele Foren und ganz, ganz viele Regelwerke durch. Und man hört sich vielleicht auch noch jeden einzelnen Kommentar oder Tipp von jedem dahergelaufenen Laber an. Aber ich kann euch sagen, ich habe als allererstes diverse Regelwerke durchgelesen. Also egal, ob es jetzt Phoenix oder Dragonsys war oder das Drachenfest-Regelwerk. Dadurch habe ich natürlich versucht, mir so viel Wissen wie möglich anzueignen. Aber die LARP-Basics sind im Grunde immer die gleichen, die da drin stehen. Und man kommt schnell durcheinander. Meinen ersten Charakter habe ich zum Beispiel eigentlich ursprünglich im Phoenix-Regelwerk erstellt. Aber meine erste Con war dann eine Mischung aus DKW, DDK und Dragonsys. Ich habe mir auch am Anfang dann kurz vor der Con das Dragonsys
Charakterblatt ausgedruckt, alles eingetragen, weil ich ja dachte, hey, auf jeder Con gibt es auf jeden Fall ein Check-in, wo alles überprüft wird. In der Realität sah das dann ganz, ganz anders aus, denn meistens ist da überhaupt keine Zeit für so ein Check-in. Ich finde, ein Waffen-Check-in sollte es geben, wäre halt ganz gut, weil dadurch vielleicht einige Verletzungen vermieden werden könnten. Aber wenn man jetzt nicht gerade auf einer krass verriegelten Con ist, dann wird keiner den Hintergrund deines Charakters überprüfen. Nun ja, und auf der Con dann angekommen und festgestellt, dass es gar kein Check-in in dem Sinne gibt, fing dann auch die erste Con an. Und da komme ich schon zu Punkt Nummer 4. Ich war ultra schüchtern. Keine Frage, wenn man nicht die geborene Rollenspielerin oder der geborene Rollenspieler ist, ist man am Anfang meistens schüchtern. Aber bei mir war das ganz extrem. Und das merke ich auch heute noch manchmal, wenn ich in Lab-Situationen komme, zum Beispiel neue Settings oder auf einer ganz, ganz neuen Con bin, vielleicht sogar mit Leuten, die ich noch nicht so lange kenne, dann bin ich auch noch schüchterner. Aber ich habe einfach in den paar Jahren jetzt gelernt, dass einem eigentlich nichts peinlich sein muss, dass man gerne aus sich rauskommen kann, weil man eigentlich immer irgendwie aufgefangen wird von den anderen. Tja, aber ich war eben nicht die geborene Rollenspielerin am Anfang. Und das heißt, ich habe jegliche Konversation mit anderen, vor allem fremden Spielern, nicht ignoriert, aber ich war teilweise so eingefroren, dass ich kaum eine vernünftige Antwort geben konnte. Eher so wie ein Lächeln oder ein Nicken oder ein Ja oder ein Nein, weil ich so überwältigt war von diesen vielen Eindrücken, aber auch begeistert von den anderen Spielern, wie straight sie in ihrer Rolle bleiben konnten. Ja, und durch diese Schüchternheit habe ich mich zum Beispiel auch nicht getraut, das Gelände wirklich zu begutachten und mir alles anzuschauen. Ich kann mich noch erinnern, es gab auch eine Situation, da sind wir eben vom Lager in den Wald gegangen, um uns ja dem Bösen zu stellen. Beziehungsweise eigentlich war das, glaube ich, auch eher so die Expedition und das Böse war eher so die Überraschung. Die Freunde, mit denen ich da war, die meinten dann auch zu mir, hey, du bist doch eine Waldläuferin, du kannst doch auch hier mal so ein bisschen so durch den Wald und mal ein bisschen spähen und gucken und mal ein bisschen vorlaufen und so. Dadurch, dass das aber gar kein anderer gemacht hat, wusste ich zum Beispiel gar nicht, also ich war so schüchtern beziehungsweise wollte auf keinen Fall einen Fehler machen, dass ich mich nicht mal getraut habe, vom Weg abzugehen, weil das kein anderer gemacht hat und ich nicht wusste, hey, darf ich denn überhaupt den Weg verlassen und darf ich in den Wald? Vielleicht dürfen das gar nicht, vielleicht hat der Förster was dagegen, vielleicht darf ich da gar nicht langlaufen. Das war natürlich ein Irrtum, ich war danach noch ein paar Mal auf diesem Gelände und es ist natürlich kein Problem, den Weg zu verlassen und durch den Wald zu laufen. Ich meine, das macht auch jeder, der irgendwie da Pilze sammeln geht oder so. Aber ich hatte so viel Schiss davor, irgendeinen Fehler zu machen und irgendwem auf die Füße zu treten, dass ich mich nicht getraut habe, ein bisschen aus mir rauszukommen. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar Punkt Nummer 5. Und zwar ist das die OT-Ausrüstung. Da habe ich nämlich den Fehler gemacht, das Falsche bzw. zu wenig einzupacken. Meine erste Con war nämlich im November und dementsprechend kalt war es auch. Wir hatten damals als Gruppe noch kein IT-Zelt, sondern nur ein OT-Zelt, also das typische Campingzelt. Weshalb wir auch ein bisschen ab vom Schuss campen mussten, weil wir natürlich mit unserem, ich glaube, orangen Anglerzelt natürlich irgendwie das Ambiente auch kaputt gemacht hätten. So. Und dementsprechend gab es auch keine vernünftige Bodenplane, sondern wirklich nur dieses ganz dünne Plastikstoffzeug. Wir hatten noch keine Feldbetten. Eigentlich war das Zelt auch viel zu klein für 3 Personen. Es war zwar ausgeschrieben als 4-Personen-Zelt, aber mit einem Feldbett hätten wir da niemals drin schlafen können. Wir hatten lediglich Decken und Felle und Kram, dass wir uns irgendwie drunter gelegt haben, uns ein bisschen quasi vom Boden abheben zu können, um nicht direkt auf dem Frost zu liegen. Das war aber eigentlich auch ein Fehler, weil wir dadurch viel zu viele Decken und Fell hatten und uns so ins Auto quetschen mussten, dass das total ineffektiv war. Zusätzlich zu der fehlenden vernünftigen Bodenplane und dem Feldbett hatte ich auch keinen vernünftigen Schlafsack. Und ich habe auch den Fehler gemacht, mir im Schlafsack zu viel anzuziehen, weil ich damals irgendwie noch nicht so wirklich wusste, wie Schlafsäcke eigentlich funktionieren. Also habe ich dadurch noch viel, viel mehr gefroren. Zusätzlich hatten wir auch noch das Pech, dass es an dem Wochenende viel geregnet hat, was das Ambiente zwar ziemlich cool gemacht hat, das Übernachten aber weniger. Denn dadurch, dass das Zelt zu eng war, ich habe zum Glück in der Mitte geschlafen, aber meine beiden Freunde haben am Rand geschlafen und waren dadurch so an dieser Zeltplane, dass ihre Decke dadurch nass geworden ist. Und ich weiß, am Anfang macht man viele Fehler oder man denkt an viele Sachen nicht. Ich finde, das Wichtigste ist, sich vernünftige Gewandung zuzulegen, die vor allem bequem ist. Selbst wenn sie nicht die beste und die geilste ist, ich finde immer bequeme Kleidung, bequeme Gewandung ist
vor allem für mich das Wichtigste, weil wenn es nicht bequem ist, dann kann ich mich nicht entspannen, dann kann ich mich nicht aufs Spiel einlassen, weil es immer irgendwas gibt, was mich stört. Und so ist es auch mit den OT-Sachen. Wenn ich keine vernünftigen OT-Sachen habe, wo mir warm ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich keinen Platz für mich habe, dann fühle ich mich unwohl und eingeschränkt. Und dann habe ich vielleicht auch ein schlechtes Gefühl, was ich mit meinem ersten Lab verbinde. Das waren jetzt viele meiner Erfahrungen und ich kann euch gleich sagen, selbst wenn ihr noch nicht auf dem Lab wart und jetzt gerade anfangen wollt und möglichst nichts falsch machen wollt, habt keine Angst, dass ihr irgendwelche Fehler macht, weil diese Fehler werden passieren. Aber Fehler sind immer gut, wenn man immer daraus lernt und sich weiterentwickeln kann. Ich weiß, man macht sich am Anfang viele Gedanken, aber versucht trotzdem irgendwie so möglich, wie es ist, entspannt an die Sache ranzugehen. Unterhaltet euch mit anderen erfahrenen Labern, was man unbedingt braucht, also was wirklich zwingend notwendig ist, um sich auf dem Lab wohlzufühlen. Ich hoffe, dass ich euch mit meinen Erfahrungen etwas weiterhelfen konnte. Einerseits vielleicht, um Fehler zu vermeiden, aber auch um, ja, vielleicht sie von Anfang an zu berücksichtigen und diverse Dinge zu bedenken, bevor ich auf mein erstes Lab fahre. Und an die erfahrenen Hasen unter euch, schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie euer erstes Lab war und welche Fehler ihr so am Anfang gemacht habt. Es hat mich super gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!